Meine Sonnenbrille vergessen. Das ist sehr schlecht. Wir sind jetzt in Wilhelmshaven angekommen. Die Fahrt war schön. Das Wetter ist toll. Der Club ist überragend geil. Also, ich hab Bock. Ich mach einen Roadtrip, kommst du mit? Suchen einen Ort, wo es besser ist. Ich mach einen Roadtrip, rein ins Glück. Schau nur nach vorne, nicht mehr zurück. Schau und T-Bot lassen. Okay. Kannst du? Ja, nee, wir essen das alle. Der hat eh schon ein Loch, den muss man jetzt essen. Ja. Also, nee. So. Aber mit Zettel auch. Na klar. Ja. Boah. Boah. Ich kann, boah. Das braucht man nicht mehr. Ekelhaft. Der Beutel zersetzt sich nicht. Boah. Du kannst das nicht. Ich muss noch ein bisschen kleiner machen. Aber das Witzige war, als ich gerade den ganzen zerkauten Schwarztee im Mund hatte und dann Wasser reingelassen hatte, dachte ich kurz so, oh, Tee. Also Leute, herzlich willkommen. Das hier ist das letzte Kapitel von Antiheld, die letzten Tour-Vlogs, unsere letzte Tour, Roadtrip-Tour-Start, heute hier in Wilhelmshaven im Pumpwerk. Bin auf jeden Fall, das kann ich sagen, ich bin das erste Mal jetzt seit 9 Jahren Antiheld, glaube ich, mal wieder aufgeregt. So, ja. Das ist schon so. Geht mir auch so. Es ist eine gewisse Nervosität da, weil alles so viel ist und neu. Aber ich glaube, die Tour wird richtig fett. Wir haben alles, was Antiheld ausmacht, irgendwie reinverpackt. Ja, wir können es jetzt mal verraten, wir haben sogar ein Medley geschrieben, um wirklich so viele Songs wie möglich von den alten Dingern irgendwie noch mit drin zu haben. Wir haben ein Bühnenbild, wie wir es noch nie hatten. Es ist irre, es wird so viel passieren, wie in den 9 Jahren davor nicht. Das ist schon krass. Ingmar! Yo, hallo, wir sind da! Ich habe einmal mit 200 mir die Autobahn angeschaut. Warum? Weil Antiheld Merchandise nicht ganz pünktlich bestellt hat und er vielleicht auch nicht ganz pünktlich da war und deshalb jetzt eine nicht ganz pünktlich den Merchandise von Stuttgart hierher gefahren hat. Geil, jetzt ist alles da. Alles da. Ja, Mann. Wir können Geld verdienen. Ja, Gott sei Dank. Okay, wir haben Merchandise. Immer hat's gerockt. Jedes Hirn sollte fühlen und sollte denken, wir müssen schreien, als ihr uns hört. Ihr seid nicht unsere Präsidenten. Es ist ein Traum, unser Traum. Dessen Ende willst du legen. Die Stimmen der Stummen müssen sich erheben. Wirklich vielen, vielen Jahren eigentlich ein abgezockter Hund sein, hatte ich heute das erste Mal seit sehr langer Zeit wirklich mal wieder Angst. Und ihr habt mir jeden kleinen Funken Angst in mir genommen. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Wir sind hier, wo sind wir? In Rostock. Rostock. Mau-Club. Mau-Club Rostock. 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 Und wie sehr freust du dich? Sehr. Die Skala von 15 bis 19,75 freue ich mich 19,74. 3, 12. Und noch die 15.
Und wenn man das Ganze dann minus 5 rechnet, landen wir bei 100,78. Mal 2 sind wir 289,57. Plus 1 minus 35 landen wir Pi mal Daumen bei 10. Jetzt sind wir wieder bei der Skala von 1 bis 10. Wurzel daraus. Keine Ahnung, wie die Wurzel nochmal geht, aber 10. Man landet immer bei der 10. 10. In Englisch it's 10. 10. 10. Englisch 10. 10. Ich freue mich auf einer Skala von 1 bis 95 mit einer 94,9. Ja. 9. 94,9. 9. 9. Mal 3. 8. Plus 7. 25. Geteilt durch 539. Mit dem Quadrat zu 12. Landen wir bei 10. 10. So einfach. Zum Wohl. Ich fühle mich auch echt gut hier. Willst du ein Vinyl, Marcel? Kannst du mitnehmen? Ich hab dir auch noch Polaroid zum geilen Fotografen. Geil. Shirt. Du schnippst nur einmal mit dem Finger und nichts ist mehr wie immer. Ja, heute Rostock, yeah. Willkommen auf der Sonnenseite. Ich bin schon einmal tot gewesen. Aus die schöne Art und Weise bin ich der Sinn des Lebens. Ich bin, ich kenn das Gleichgewicht. Bin mehr als Zeichentrick. Ich bin, was passiert, wenn pure Energie auf unbesiegte Dinge trifft. Ich bin das, ich bin das, ich bin das, ich bin das. Chaos. Dann fuhr ich meinen Kaktus und der mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon. Hollari, hollari, hollaro. Blumen im Garten, so 20 Arten von Rosen, Tulpen und Narzissen leisten sich heute die kleinen Leute, dass sie nicht alles gar nicht wissen. Mein kleiner grüner Kaktus.